Moin Moin meine Freunde, die Winstreak ist eins der umstrittensten Themen in Squadbusters und ich habe sie bisher immer nachgekauft. Mittlerweile bin ich so weit, dass wir in diesem Video zusammen die 2000er Winstreak knacken werden und nach dieser Winstreak gucken wir einfach mal, wie viel Gold ich insgesamt für diese Winstreak ausgeben musste. Ich bin echt mega gespannt. Wenn ihr mich supporten wollt, dann gebt doch gerne den Creator Code Psy im Shop ein. Wir wollen nicht lang schnacken, gehen rein ins Video, let's go! Ihr seht, Leute, 5 Wins fehlen mir noch. Die werden wir jetzt zusammen erspielen. Und danach gehen wir mal in mein Profil rein. Ihr seht, ich habe nicht immer gewonnen. Ich gebe ja offen zu, dass ich die Winstreak nachkaufe. Ich höre so oft, ah, du paste die Winstreak, das ist ja gar kein Skill. Nein, natürlich ist die Winstreak nicht der Skill, dass du die Winstreak erreichst, ohne zu verlieren. Da würde ich ja auch lügen, wenn ich sage, 2000 Wins ohne zu verlieren. Ich bin ja nicht, keine Ahnung wer. Das funktioniert einfach nicht. Aber darum soll es auch jetzt erstmal nicht gehen. Rein in die Runden und später wird gerechnet. Rotation ist fein. Wir haben gute Buster am Start. Wir könnten eventuell sogar 1-2 Runden auf die Händler-Taktik gehen. Goldener Turbo. Da werden wir wahrscheinlich nicht auf die Händler-Taktik gehen. Aber ist geil. Mavis Händler, Archer Queen. Super, super gute Buster. Und der Tank ist dabei. Oh, den Colt könnten wir uns direkt schnappen. 2 Coles. Na, natürlich rennt er weg. Im Turbo ist es natürlich schwierig. Alle rennen immer weg. So, aber komplett auf Loot gehe ich nicht. Einen Hogwider nehme ich mir noch mit. Einen zweiten. Schön, um schneller zu laufen. Noch eine Mavis. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall auf eine Fusion-Truppe gehen. Wäre wichtig. Ja, perfekt. Fusion Mavis. So, einmal das Feld geerntet. Übrigens, bei 6er Feldern immer das mittlere abernten. Damit erntet ihr nämlich die kompletten 6 ab und nicht nur 4. Wir sind einfach nur am Looten und theoretisch kann uns keiner was. Wow, und noch eine Queen. Mit X-Bogen. Ja, komm her. Komm doch. Komm doch. Ja, ein Healer wäre nicht schlecht. Er hat halt auch 2 Tanks. Aber ich habe einen Fusion-Tank. Und er hat keine Queen. Er hat keine Queen. Wow. Wow. Wichtig, aber... Oh, aber da gehen wir raus. Einmal aus dem Weg gehen. Battle Healer für mehr Leben ist auch geil. Mittlerweile bin ich übelster Freund vom Battle Healer. Mein Fusion Tank sollte doch wohl mehr Damage machen. Ja, er hat selber gesehen. Er hat selber gesehen. So, Queen weg. Wow. 325er. Schönes Ding. Noch eine Shelly. Boah, die Bombe hat gesessen. Uff. Uff. Oh, Fusion Tank. Ja, mach den Trader down, das ist egal. Ich habe einen Fusion Tank. Ich habe keine Angst. Alles entspannt. Baue ich mir neu auf. Einfach nur Tank, so. Noch ein? Noch ein. Ich glaube, der hat nicht gesehen, dass ich einen Fusion Tank habe. Ich finde, beim Tank kannst du es aber auch kaum sehen. Beim Tank könnt ihr, Chat, gut den Unterschied zwischen dem Fusion Tank und dem normalen Tank sehen? Ich finde, die sehen fast gleich aus. Da sollte es irgendwie mehr Unterschied geben. So, bei allen anderen Charakteren gibt es halt einen riesen Unterschied. Aber beim Tank ist es fast unmöglich. Und jetzt eine Queen. Wie wichtig. Wow. Let's go. Erster, obwohl die Runde sich gar nicht so geil angefühlt hat. WTF. So, Battle Healer schon mal Fusion. Vielleicht noch Queen Fusion, bitte. Bisher fühlt sich die Runde noch nicht so gut an. Boah, der fährt schon mit dem Tank rum. Nein. Oh, nee. Ja, dann nehme ich doch den Magier mit. Nützt ja nix. Hexe. Wow. Ist irgendwas gestorben? Ja, mein Max ist down. Shit. Noch eine Archer Queen. Ja, wichtig. So, jetzt kurz gucken. Die ganzen X-Bögen in die Mitte placen. So, hier bin ich schon mal safe. So, die X-Bögen sind schon mal da. Ja, vierter. Boah, die X-Bögen haben mir wieder mal den Hintern gerettet. Ein weiteres Mal.
ein weiteres Mal X-Bogen-Power, Leute. GG's. Man muss nicht immer Erster sein, man muss nur gucken, wie man vom Sechsten runterkommt. Alles entspannt. Der Key war echt wichtig. Ich sag euch auch so, wie es ist. Also vor der Squad-Liga gar kein Key einsetzen, außer ihr seid komplett, außer ihr würdet die Winstreak verlieren. Aber in der Squad-Liga Keys müsst ihr halt manchmal einsetzen. Wenn ihr seht, dass ihr sonst verlieren würdet, erstmal würdest du halt Trophäen verlieren und zweitens kostet ein Key, 4500 durch 5, weniger als die Winstreak nachzukaufen. Da bezahle ich lieber 1000 für den Fusion Key als 5000 für die Winstreak. Versteht ihr? Ich muss kurz zwischendurch einmal dinkeln und jetzt auf die Hexe. Boots! Und komm! Wichtig! Na, der hat einen Tigre. Oh ja. Oh, sein Tigre. So, jetzt ist er free. Jetzt ist er free. Einmal den Tigre rausgenommen. Und zack, let's go. So, wichtiger Schlüssel. Nehmen wir noch einen Tank. Und zurück, zurück, zurück. Richtung Tank. Kanone zum Safety. Boah. Queen. Ich fühle mich hier sicher genug in der Mitte eigentlich. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Dritter ist gut. Let's go. Ich hätte ja ein bisschen mehr gefightet, aber wenn es die Situation nicht hergibt, dann egal. Wo sind die Mavis-Spots, wenn man sie mal braucht? Ja, Bettlila für mehr Leben ist wichtig. Lass mich doch in Ruhe mit deiner Megatruppe. Willst du mich verarschen? Er hat keinen Hogwider. Wo ist der nächste Mavis-Spot? Das ist schon gelootet. Ah, das ist gerade nachgewachsen. Wichtig. Ja. Paar Gold, paar Gold, paar Gold, paar Gold. Zweiter. Oh, so close. Ohne einen Fight zu gewinnen. Oder überhaupt einzugehen. Wow. GG. Krasse Runde. Auch noch wirklich so knapp, ohne einmal auch nur in der Mitte gewesen zu sein. Ich liebe diese Runden. Wow. Da ist sie, Chat. Da ist die 2000er Winstreak. Wichtig. Und jetzt geht's Richtung 3000, Leute. Und wir rechnen jetzt gleich zusammen aus, wie viel Kohle ich in die Winstreak gesteckt habe. Leute, die Winstreak ist da. Wir gucken jetzt zusammen in unser Profil rein. Lasst uns das öffnen. Also, ich habe 2212 Games gespielt. Und 2000 Games gewonnen. Und ich habe die Winstreak bisher immer nachgekauft. Ich habe nicht einmal die Winstreak nicht nachgekauft. Das heißt, ich musste die Winstreak 212 Mal nachkaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Davon würde ich sagen, habe ich in den letzten Tagen, seitdem die Winstreak nur noch 5000 Gold kostet zum Nachkaufen, vielleicht 50 Mal verloren. Also sagen wir mal, die anderen 162 Games habe ich 9000 für die Winstreak ausgegeben. Das rechnen wir jetzt mal zusammen aus. Wir lassen aber außen vor, dass die ersten paar Male bis zu der 10er günstiger waren, weil ich glaube, da habe ich nicht mal verloren. Ich glaube, ich musste von Anfang an halt wirklich meine 9000 ausgeben. So. Also, rechnen wir. 9000 mal 162 sind 1.458.000 Gold. Als die Winstreak noch 9000 gekostet hat. Und jetzt rechnen wir dazu noch 50 mal 5000 Gold. Sind nochmal 250.000 Gold. Also habe ich insgesamt 1.708.000 Gold ausgegeben, nur um die Winstreak zu behalten. Das entspricht ungefähr 150 Euro, Leute.
Macht das auf keinen Fall nach. Es ist wirklich nur die Deko. Es ist maximal dämlich und das innerhalb von einem Monat. Also ihr seht, es ist geisteskrank viel Geld. Bitte die Winstreak immer nur bis zu der 10er nachkaufen, denn das macht Sinn. Alles darüber hinaus ist absolut schwachsinnig. Und ich mache es einfach nur für den Spaß, für den Content. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psan.